Das ist Bibi Bieber und das sind die, die ihn erschaffen haben. Mighty Nguyen Kim und Marie Meinberg. Auf der Frankfurter Buchmesse haben die beiden ihr Kinderbuchprojekt präsentiert, wie Kindern Wissenschaft vermittelt werden kann, sodass sie es greifen können und was hinter den Büchern steckt, heute bei Das Thema. Wenn sich Künstlerin Mighty Nguyen Kim und Kulturwissenschaftlerin Marie Meinberg zusammentun, dann entsteht etwas Neues. In diesem Fall ein Kinderbuch. Die beiden kennen sich schon ewig und so kam die Idee. Irgendwann rief mich Marie an mit der Idee, Bibi Bieber hat da mal eine Frage mit dieser revolutionären Idee, diese Kultur, Politik, Gesellschaft und Naturwissenschaften zusammenzubringen, dass wir uns verbünden und dass wir diese Sachbilderbuchreihe machen und die Hörbücher, die eben sich überhaupt nicht nach Naturwissenschaften anfühlen, sondern nach einer guten Geschichte, die einfach Spaß machen und Mut machen. Wie erklärt man Naturwissenschaften kindgerecht? Die Sachbuchreihe Bibi Bieber hat da mal eine Frage, ist an Kinder ab 7 Jahren gerichtet. Es ist ab sieben bis unendlich. Und wenn wir beide sagen, dass wir beim Schreiben noch Sachen lernen, dann können, glaube ich, auch andere Erwachsene beim Lesen noch richtig viel lernen. Welche Farben hat der Regenbogen und wie viele überhaupt? Übrigens, Menschen können Farben unterschiedlich wahrnehmen, steht aber alles in dem Buch. Wir haben Momo Möwe, die sagt, der Regenbogen hat so viele Farben, das kann ich gar nicht aufzählen. Kindliche Fragen und doch ziemlich komplex. Naturwissenschaftliche Themen einfach erklärt. Dank Bibi Bieber, denn der hat da mal eine Frage. Eigentlich sogar ziemlich viele. Und wenn wir diese kleinen, vermeintlich kleinen Fragen ernst nehmen, dann wird es halt auch so ein richtiges Vorleseerlebnis oder Hörerlebnis, wenn man die Hörbücher hört, für die ganze Familie, also auch für die Erwachsenen. Es kommt bei uns auch ständig an, dass uns Eltern sagen, oh, voll krass, das wusste ich nicht, danke, ich habe selbst was gelernt. Und genau das wollten wir. Bibi Bieber ist so ein bisschen wie Kinder auch typischerweise sind. Das ist ja nicht nur mal eine Frage, sondern wenn man dann eine Antwort bekommen hat, dann kommt die nächste Frage und die nächste Frage und die nächste Frage und die nächste Frage. Und Eltern kommen dann manchmal an ihre Grenzen. Auf der Frankfurter Buchmesse haben sie Bibi Bieber Band 3 vorgestellt. Darin geht es diesmal um Fragen zum Thema Farben. Zum Beispiel, wie verschiedene Tiere Farben wahrnehmen, wieso Eisbären weiß sind und was das alles mit uns Menschen zu tun hat. Man erklärt erstmal, was ist überhaupt Farbe und wie nehmen wir Menschen Farben wahr. Und wenn man das erklärt, dann findet man schon mal raus, dass Farben gar nicht draußen in dieser Welt sind. Dinge haben gar keine Farbe. Ja. Da draußen in der Welt sind einfach Wellen aus Licht. Genau, Wellenlängen, elektromagnetische Wellen, wird alles im Buch erklärt. Mal kürzer, mal länger. Und wenn die in unsere Augen treffen, dann senden Zapfentypen, die da im Auge bei uns wohnen, eine Signalbotschaft an unser Gehirn. Und unser Gehirn macht dann in unserem Kopf Farbe. Deswegen ist die sehr lange Antwort auf die Frage, welche Farben hat der Regenbogen, kommt drauf an. In deinem Kopf vielleicht andere als in meinem. Klingt kompliziert, ist aber einfach erklärt. Bezogen auf das Thema Farben ist das besonders spannend, denn unsere Sinne können miteinander verknüpft sein. Synästhesie, ne? Synästhesie, ja, ist super spannend. Hast du das ein bisschen? Ich habe eine Freundin, die das hat. Es gibt ja auch Leute, die sehen auch Zahlen in Farben oder schmecken Töne. Also allein deswegen schon. Ich meine, wenn man das hört, das ist doch super spannend, da werde ich sofort wieder richtig neugierig. Aber warum auch nicht? Also wie gesagt, wenn wir uns verstehen, dass Farbe so gar nichts Physikalisches ist, also dass elektromagnetische Wellen erst in unserem Kopf zu Farbe werden, warum dann nicht auch zu einem Geschmack oder zu einem Ton? Ist ja klar. Die Antwort auf die Frage, warum die Hauptfigur ausgerechnet ein Biber sein muss, ist leicht beantwortet. Einfach ein super Tier. Ja, und Bibi Bieber klingt einfach gut. Bieber hat aber eine Frage. Guter Sound, macht Spaß. Ja. Manchmal ist es nicht so deep. Es ist einfach. Klingt einfach gut. Ja. Spannend, witzig, emotional und bunt. Für die Hörbuchversion hat Marie Meinberg übrigens gemeinsam mit anderen Künstlern eigene Lieder produziert. Und so klingt's. Für weitere News aus Hessen lasst gerne ein Abo da. Bibi Bieber hat da mal. Bibi Bieber hat